Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 23.07.2019. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort ugleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. 6 Unterstützer haben wir schon inzwischen. Ihr seid einfach nur klasse. Vielen, vielen Dank. Ja, gehen wir mal in den heutigen Item-Shop rein und wir haben einen neuen Style für die Schattenagentin. Das ist natürlich richtig cool, da freue ich mich schon drauf. Also fangen wir einfach mal auf der rechten Seite an, haben Wasser gebaut. Und wie oft habe ich diesen Emote bereits gemacht, wenn er sofort wieder mal tot war? Oder er hat das gemacht, wenn ich tot war. Und dann fies hinterhältig gesniped und dann nochmal fies hinterhältig mit dem Sniper gefinisht. Manchmal schon ein bisschen frustrierend. Am Wasser gebaut, kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10. Jo, das ist der Waterworks und der hat hier ein Voting von 4,26 von 5 bei 27 Votes. Am 18. Juni 2018 ist das erstmal drin gewesen, 12 Mal seitdem, 113 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 16 Tagen. Jo, da haben wir den Munitionsmajor, den Munitions Major. Da oben hat er auch so ein kleines Einschussloch. Ja, ich mag den nicht wirklich, der gefällt mir nicht so gut. Und da kriegt er von mir nur 3 von 10. Für 800 V-Bucks der Munitions Major. Da hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 19 Votes am 11. März 2019 sind erstmal drin gewesen. 5 Mal seitdem 28 Reminders, letztes Mal im Shop vor 43 Tagen. Jo, dann haben wir diese Geist-Picke oder auch Spectre, erinnert mich immer so an diese Omega-Picke. Ja, für 800 V-Bucks das Teil kriegt von mir 6 von 10. Hat hier ein Voting von 3,86 von 5 bei 35 Votes. 30. März 2018 ist erstmal drin gewesen, 25 Mal seitdem, 34 Reminders. Sitzt mal im Shop, vor 9 Tagen. Getarnt, ganz normaler Standardgleiter, nichts Besonderes dran, 2 von 10 für 500 V-Bucks. Ist der Stealth, da hat hier ein Voting von 4,2 von 5 bei 5 Votes. Am 2. November 2017 das erste Mal drin gewesen. 30 Mal seitdem. 7 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 57 Tagen. Ja, ein Schuhplattler. Juhu. Der Schublolle, zünftiger und geht's nieder. Für 500 V-Bucks das Teil. Ja, er ist natürlich kultig. 9 von 10 für den Schublattler. Hier haben wir ein Voting für den Slap Happy von 3,13 von 5 bei 8 Votes. Am 18. März 2019 sind wir erstmal drin gewesen. 2 Mal seitdem 9 Reminders. Ja. Der Noir, der Detektiv hier hinten mit diesem speziellen Backpack. Teil des hartgesottenen Sets. Episches Outfit für 1500 V-Bucks. Kriegt von mir 6 von 10 der Noir. Hat hier ein Voting von 4,08 von 5 bei 26 Votes am 2. Juli 2018 ist erstmal drin gewesen. 9 Mal seitdem. 54 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 42 Tagen. Jo, dann kommen wir zu dem Luminos. Den Luminos haben wir hier. Ja, mega geiler Teil. Finde ich ziemlich cool. Kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Auch hier hinten dieses Backpack. Das ist schon nice. 10 von 10 für den Luminos. Den Luminos haben wir hier.
Und da haben wir ein Voting von 4,1 von 5 bei 40 Votes. Am 4. Mai 2019 saß man drin gewesen. Viermal seitdem 38. Wir meinen das letzte Mal im Shop vor 33 Tagen. Die Astralaxt. Hammergeiles Teil. Wirklich hammergeiles Teil. Astralaxt für 1200 V-Bucks kriegt von mir 10 von 10. Mal den Werkzeugeffekt. Der Werkzeugeffekt ist jetzt nicht ganz so prickelnd, aber trotzdem mega geile Picke. Jo, dann haben wir hier ein Voting von 4,57 von 5 bei 30 Votes. Viermal im Shop gewesen, 38 Reminders. Jo, sind wir ja auch schon durch. Dann haben wir jetzt hier dieses geile, also dieser Gleiter ist mega cool. Der Arcana für 1200 V-Bucks kriegt auch von mir 10 von 10, der Arcana. Und der hat hier ein Voting von 4,45 von 5 bei 31 Votes. Am 4. Mai 2019 ist er erstmal drin gewesen. Dreimal seitdem 16 Reminders, jetzt mal im Shop vor 33. Dann haben wir hier den Traum. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Schaut euch hier diese Effekte an. Also erinnert ja so ein bisschen an den Dark Bomber. Aber ich finde die mindestens genauso geil wie den Dark Bomber. Hier auch dieser Effekt hier. Die Adern. Oder was auch immer das ist. Die Augen blitzen hier so ein bisschen. Ja, Traum ist der Wahnsinn. Für 1200 V-Bucks das Teil kriegt von mir definitiv auch 10 von 10. Hat hier ein Voting von 4,42 von 5 bei 69 Votes am 4. Mai 2019 ist erstmal drin gewesen. Viermal seitdem. 124 Reminders, auch das letzte Mal vor 33 Tagen im Shop. Dann haben wir diesen Splitterbruch. Find auch das Ding sieht ganz cool aus. Ist animiert, aber ist sehr... Es ist sehr schwer zu erkennen, ne? Die Animation. Na, hier sieht man, da geht so ein Streifen entlang. Ja, so ein bisschen sieht man, also minimal. Und sieht schon ordentlich aus, Splitterbruch. Kriegt von mir auf jeden Fall 8 von 10. Und hat hier ein Voting von 4,63 von 5 bei 30 Votes. Viermal im Shop gewesen, 18 Reminders für 500 V-Bucks. Jo, sind wir hier auch schon durch. Dann geht es jetzt zu der Schattenagentin und dem neuen Style. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier den neuen Style haben. Erstmal, das ist die Schattenagentin in der alten, ursprünglichen Version. Jo, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Wie sieht der neue Style aus? Oh, in weiß. In weiß. Jetzt lass mal schauen. Schwarz. In weiß. Schwarz. In weiß. Ich weiß nicht. Also, ich finde die Schattenagentin in schwarz ist mir persönlich ein klein wenig lieber. Also sieht auch cool aus, aber ich finde tatsächlich die alte, rein schwarze Version besser. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich einfach schwarz sehr gerne mag. Ja, nichtsdestotrotz, Schattenagentin, dadurch, dass jetzt auch der neue Style mit hinzugekommen ist, auf jeden Fall ein guter Kauf. Das Ding kriegt von mir 8 von 10. Und Shadow Ops hat hier ein Voting von 4,22 von 5 bei 80 Votes. 15. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. 32 Mal seitdem. 99 Reminders. Das ist jetzt mal im Shop vor 20 Tagen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Händler. Ich schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.